Hallo zusammen. Ja, das hier ist eine der letzten Aufnahmen von der Hinrunde. Also das, was ich jetzt vorher hochgeladen habe, war noch von Sonntag vom Pokalspiel gegen Mülheim. Und da habe ich ja so gerade mit Ach und Krach noch gewonnen. Und hier die Aufnahme ist vom Tag davor. Und da habe ich gegen den Einser gespielt, gegen den Gabriel. Und da muss ich nämlich gerade mal ein bisschen Stellung zu nehmen. Der Gabriel. Ich weiß leider nicht, wie alt er ist. Ich habe ihn nicht gefragt, aber ich habe mich nach dem Spiel mal mit ihm unterhalten, weil ich finde, seine Art, Tischtennis zu spielen, ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ja, also man hat direkt gemerkt, Vorhand wie Rückhand, technisch unglaublich stark. Ja, und dann habe ich ihn nach dem Spiel mal gefragt: Hör mal, hast du mal irgendwie eine Auswahl oder Kader oder so? Ne? Und dann hat er zu mir gesagt: Ja, er hätte früher in der Jugend hätte in Kader mitspielen können vom RTTV. Hat auch wohl früher auf Turnieren auch schon mal regelmäßig den Johannes Willeke geschlagen und auch den Tobias Selzer. Tobias Selzer, Grenzau, zweite Mannschaft, Regionalliga. Johannes Willeke hat sich jetzt auch von der Oberliga in die Regionalligamannschaft bei Mainz 2 hochgespielt. Und das ist schon Wahnsinn, ne? Und da denke ich mir persönlich, wenn jemand so stark spielt, ne? Und wenn jemand doch die Möglichkeit hat, so zu spielen, ja, ich sag jetzt mal, wenn der richtig gefördert worden wäre, ja, dann würde der wahrscheinlich jetzt auch Oberliga oder Regionalliga spielen. Und er hat zu mir gesagt, er hat leider nicht die Möglichkeiten gehabt, jedes Mal zum Training gefahren zu werden. Und das fand ich sowas von traurig, weil der so ein Talent hat. Also ihr werdet es jetzt auch im Video sehen. Ja, und ich wollte das gerade einfach nur nochmal kundgeben. Also Gabriel, super Kerl, hat wohl auch trainiert wohl auch schon seit 3 Jahren nicht mehr und hat eine Bilanz vor dem Spiel von 13 zu 3, knapp 1800 Punkte. Super sympathischer Kerl. Und finde ich wirklich schade, dass man das Talent damals nicht gefördert hat. Das wollte ich gerade nur mal sagen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video und bitte liken und abonnieren nicht vergessen, ihr Flitzpiepen. Thank you.
Technik.